Wenn ich entscheide, ich kann was oder ich möchte etwas, dann versuche ich, dieses Ziel zu erreichen. Wenn man an sich glaubt, kann man ganz viel schaffen. Es lohnt sich manchmal auch, dafür zu kämpfen. Und ich springe aus dem Flieger, hätte ja keiner gedacht. Fallschirmspringen geht halt sofort los. Das ist jetzt nicht mehr erster Gang, zweiter Gang, sondern Tür auf, Vollgas. Ja, diese Schnelligkeit, diese Erde kommt auf einen zu, man schaut in die Wolken, man schaut in den Himmel. Das macht mich einfach glücklich, dass ich das machen kann. Ich bin halt eine sehr aktive Person. Ich kenne meine Grenzen, lasse mich aber halt von anderen Menschen nicht gerne einschränken in dem, was ich kann. Liebe es, selbstbestimmt zu leben. Lebe mit meinem Handicap ganz gut und komme sehr gut zurecht und bin stolz auf mich. Ich musste früher als Kind damit fertig werden, dass meine Auslieferung unvollständig war. Also ich habe jeden Abend den lieben Gott angebetet und habe gesagt, okay, ich war heute ganz brav. Und ich wäre dann jetzt so weit, dass er mir die Hand schickt. Und ja, da muss ich morgens halt immer feststellen, dass ich die Hand nie hatte. Ne? Das war halt nicht einfach, wenn man als Kind dann so feststellen muss, warum ist man anders. Man lernt natürlich, mit der Behinderung umzugehen. Für mich ist das so, wenn ich wieder etwas Neues machen möchte, wo ich jetzt niemanden fragen kann, wie es geht mit einer Hand, dann sage ich so, jetzt geht das wieder los, jetzt musst du wieder Leute überzeugen von dem, was du vielleicht kannst. Wenn jemand zu mir sagt, zum Beispiel bei dem Fallschirmspringen, dafür brauchst du zwei Hände, habe ich halt geantwortet, du brauchst zwei Hände, aber ich nicht. Und ich möchte eine Chance. Ich bin auch bereit, wirklich einen harten Weg zu gehen, um diese Chance zu bekommen. Wenn ich auf dem Weg dahin meine neue Leidenschaft für mich zu entdecken halt merke, es funktioniert nicht, ist das auch in Ordnung. Nur ich möchte halt nicht von vornherein ein Nein. Das geht nicht. Fallschirmspringen war schon ein Kampf. Und dann habe ich Fallschirmspringen für mich entdeckt und habe gesagt, so, boah, ich möchte Formationsspringen. Das Wichtigste bei einem Mannschaftssport ist, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Ja? Das Ziel sollte identisch sein, ganz wichtig, und dass man gemeinsam halt diesen Weg geht. Wenn wir jetzt als Team zusammen springen möchten, dann überlegen wir uns einen Sprung. Dann nehmen wir Rollbretter und legen uns auf die Bretter, weil da bekommen wir einfach mal einen Blick, wie es aussieht, wenn wir in der Luft liegen. Man sollte immer Respekt haben. Wenn man aus dem Flieger springt, man sollte immer seine Sachen checken, immer den gleichen Ablauf haben und, ja, und sich dann auf einen schönen Sprung konzentrieren. Es gibt ganz viele Menschen, die einfach nicht so einen Elan haben, ne? Die dann einfach auch, wenn jemand sagt, das kannst du nicht, sagen, okay, dann kann ich es nicht. Ich möchte Menschen Mut machen, einfach an sich zu glauben. Wir ermöglichen Menschen mit fehlenden Extremitäten oder blinde Menschen, im Windstrom zu fliegen. Sie verlassen halt ihre Komfortzone, ja, schauen über den Tellerrand, erleben etwas Neues. Und dieses Glücksgefühl, was sie erleben, das hilft ihnen wirklich mal mehr an sich zu glauben. Ich bin froh, dass ich damals die Chance bekommen habe. Und wenn man das weitergeben kann, berührt mich das. Der Wind, der zeigt dir schon, wo du hingehörst. Ne? Also wenn du nicht richtig im Wind liegst, dann spuckt der Wind dich dahin, wo du hingehörst. Und dann kriegst du einmal für dich wieder mit, wie klein eigentlich und unbedeutend ein einzelner Mensch ist. Deswegen ist es faszinierend. Wichtig ist, dass man einfach viel intensiver erlebt, dass man sich nicht von außen beeindrucken lässt und dass man ein bisschen zufriedener mit sich selbst ist. Hier in unserer Welt leben wir ja eigentlich in einem richtigen Luxus, ne? Und man muss einfach mal ein bisschen zufriedener sein.